Es ist ja klar, wer heute im Mittelpunkt stehen wird in diesem Spiel. Denn der hat in den letzten drei Partien 3 Tore gemacht. Kann er heute daran anknüpfen? Wir zeigen es Ihnen. Willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen... Der Angriff könnte was werden. Eine sichere Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Und nochmal Eckball. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte, das hätte ein Treffer verdient gehabt. Da kann er ihn stoppen. Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Er hat in den letzten 3 Spielen 3-mal getroffen. An diese Leistungen will er auch heute wieder anknüpfen. Ist ja völlig klar. Ball kommt. Mats Hummels klärt. Und damit ist der Ball weg. Das ist jetzt eine Chance. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja. Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Angriff. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da strauchelt er kurz, aber jetzt hat er das Gleichgewicht wieder. Eduardo Camavinga, tolle Parade, aber Fahne ist oben, abseits. Timo Werner, gefährlich, gehalten, da zeigt er sein Können. Die Ecke kommt rein. Der Kopfball kommt nicht gut und der Ball geht weit am Tor vorbei, war vor allem technisch eher schwach. Unwiderstehliches Dribbling. Na, gute Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Zurückgespielt. Gefahr ist da, kommt raus, ganz energisch. Gefahr bereinigt. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Salihötzkan. Wirtz. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Ah, klasse geklärt. Bruno Fernandes mit einem Steilpass. Aber am Ende verläuft dieser Vorstoß doch im Sande. Jetzt könnte Frankfurt vielleicht über außen kommen. In der Mitte ist Werner. Ganz kurze Nachspielzeit nur. 1 Minute gibt es hier zusätzlich. Ja, machen Sie gut. Stören früh, da haben Sie den Ball. Die erste Hälfte ist damit vorüber.
Von Eduardo Camavinga haben wir in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gesehen, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe. Spiel wird wieder angepfiffen. Knappe Führung also zu Beginn dieses zweiten Durchgangs für die Eintracht. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Wird's. Ballverlust Dortmund. Und klasse durchgesetzt. Sie können es machen. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Wechsel bei Dortmund. Ecke kommt in die Mitte. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Ecke kommt ins Zentrum. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Immer gefährlich, wenn du da den Ball eroberst. Schönes Pressing. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Kimmich. Timo Werner. Werner. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor. Da hat er es geschafft. Da ist die Szene nochmal. Es war klar, dieser ständige Druck zahlt sich irgendwann aus. Und dann landet der Ball im Tor. Tor 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Walker. Und da sehen wir, mit wem es die Frankfurter in Kürze zu tun. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Gut reingespielt. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Da freut er sich. Ja, aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ist das das Tor? Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Messi lässt den Gegner stehen. Die Hereingabe für Vinicius Junior. Dankbarer Ball, ungefährlich. Weiter diese Szene, Vorteil. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Dortmund wechselt. Kimmich führt aus. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Torchance. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr.
Sie machen zu. Und Ergebnis ist dann so ein ungewohnt harmloser Ball. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet. Aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. Regulär sind es noch 7 Minuten. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Der Nachschuss sitzt. Da hat sich dieser kleine Fehler sofort gerecht. Ah, da darf der Ball bei dieser Parade natürlich nicht hinkommen. Da bedanken sie sich. Ja, zunächst die Abwehr, aber dann fällt das Tor. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das macht er sehr gut. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Borussia Dortmund verliert den Ball. Gute Aktion, da kommt er mal. Die Gäste sind durch, die Gäste sind weiter und wir sehen es. Der Jubel ist natürlich groß. Also das war wirklich überzeugend, wie sie in dieser Runde aufgetreten sind, wollten den Sieg und haben ihn sich geholt. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Es gibt ja also am Ende den Sieg und die Leistung hat auch gestimmt. Da passte alles zusammen, aus meiner Sicht wirklich Grund zur Zufriedenheit. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Danke für diese kurzen Aussagen.
danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Danke für Ihre Fragen. Das war es für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. Dieses heutige Spiel darf man sich als Fußballfan auf keinen Fall entgehen lassen. Da ist alles drin. Die Fußballwelt schaut zu, wir auch. Kann es gelingen? Wir zeigen es Ihnen, natürlich live. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Ah, da wäre jetzt Platz. Ist es das? Er trifft und damit bringt er Sie hier früh in Führung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Super durchgesetzt. Schäfer. Er schießt. Da ist der Block, aber da müssen Sie weiterhin aufpassen. Er passt gut auf und hat den Ball. Riesenchance. Wieder lässt er sich nicht aufhalten. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Valverde. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Und jetzt haben sie den Ball. Hat jetzt Anspielstation. Wir haben heute einen Mann in der Startelf, der mit gerade mal 16 Jahren sein Profidebüt gibt. Durchaus ungewöhnlich, aber alle sagen, den muss man auf dem Schirm haben. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Er kann sich durchsetzen. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive.
Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Timo Werner. Wirtz. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ja, das ist ein perfekt getimter Ball. Da gibt es nichts mehr zu halten. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Gutes Tackling. Ist hier immer noch am Ball. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Die Chance hier. Ah, zweites Tor heute von ihm. Unaufhaltsam. Der macht hier, was er will. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnte Der Ball rollt wieder, ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Der Ballverlust jetzt. Er bekommt Hilfe. Timo Werner, gute Chance. Ball ist drin. Doppelpack zum Einstand. Tolle Leistung. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Da kann er erst mal klären. Ja, das war abseits. Sie wechseln. Ballbesitz ist weg. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Kamavinga. Und er geht an ihm vorbei. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Klasse dazwischen gegangen. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den VfB Stuttgart. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ja, gefährlich. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Valverde.
Ballverlust. Eduardo Camavinga. Alleine durch. Nach wie vor lebt diese Chance. Drin ist er. Das ist doch mal eine Ansage. 3 Tore im ersten Auftritt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann natürlich unglaublich nervenstark aus kurzer Entfernung. Das ist ein klasse Tor. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. So, und jetzt fragen sich alle, war das eine Notbremse? Alle schauen gespannt auf die Schiedsrichterin. Was will die Schiedsrichterin da machen? Das ist rot. Das ist die klassische Notbremse. Sehe ich auch so. Und es gibt ja auch kaum Proteste. Wenn du da so hingehst, dann weißt du fast schon, jetzt hast du Feierabend. Den Freistoß setzt er in die Mauer. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ball ist jetzt bei Eduardo Camavinga. Die Chance hier. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen. Das ist jetzt seine Chance. Auch das wieder klasse gemacht. Wieder ein schönes Tor. Führung wird immer deutlicher, immer höher. Und echte Gegenwehr, nee, die gibt es ja auch nicht mehr. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Stones. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Wirtz. Gut den Ball abgefangen. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ich danke Ihnen.